Händle aus dem Ländle, das Podcastle mit Axel und Flo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Die letzte war ja Folge 0 und heute sind wir bei der offiziellen Folge 1 von unserem Podcastle Aller Händle aus dem Ländle mit dem Flo, das bin ich. Und dem Axel, das bin ich. Flo und ich, mir hat immer wieder in Vorbereitungsgesprächen über die Stadt Riedlinger geschwätzt. Komischerweise beschäftigt uns beide die Stadt emotional und haben wir gesagt, unsere erste Folge, die machen wir über Riedlingen. Ja, weil auch eine Diskussion war schon in unserer Folge 0 ja, liegt jetzt Riedlingen in Oberschwaben, das tut es ja auch, aber es liegt ein Teil auch auf der Schwäbische Alb. Ich habe inzwischen auch nochmal nachguckt, wo ich damals war, wo ich das raus habe. Das war nämlich Bechingen. Das ist ein Vorort von Riedlingen. Das liegt schon auf der Alb. Und der Rest von Riedlingen, oder ja, der größte Teil von Riedlingen liegt aber in Oberschwaben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen unser Aufhänger, warum wir letztes Mal darüber schon geschwätzt sind. Ja, ja, wir haben dafür darüber diskutiert und sind da auf unterschiedliche andere Themen gekommen zur Stadt Riedlingen. Und deshalb ist das jetzt heute unser Thema. Und das ist nicht weit weg von dir und deswegen bist du gleich mal hingefahren. Genau, ich war letzten Dienstag mal wieder dort. Das ist knapp eine halbe Stunde von mir, von Benzingen, von Winterlingen aus. Und dann bin ich letzten Dienstag mal hingefahren und habe mal so die Atmosphäre auf mich wohlgelassen. Und habe jetzt aber mal auch Material zusammentragen, vielleicht ein wenig trocken, aber das sollte man wissen als Hintergrundwissen über Riedlingen, dass es zum Beispiel 11.000 Einwohner ungefähr hat. Du hast ja schon erwähnt, es liegt am Rand der Schwäbischen Alb, am Südrand der Schwäbischen Alb und ganz wichtig, es liegt an der Donau. Mhm. Und ich tät auch noch weiterhin, weil ich finde, Winterlingen ist ja auch was ganz Wichtiges, Geografisches. Deshalb tät ich es jetzt lokalisieren. Riedlingen liegt exakt zwischen Winterlingen und Biberach. So, ich hätte auf der Karte geguckt. Also wenn man da wichtige Punkte nimmt, wichtige Städte, dann ist das so. Und ganz wichtig finde ich auch zu erwähnen, dieses wunderschöne Stadttor von Riedlingen, was aber ursprünglich gar kein Stadttor war. Ich liebe dieses Tor. Ich fotografiere das jedes Mal. Ich könnte jede Woche nachgehen und das Tor fotografieren. Ich parke auch immer unterhalb von dem Tor auf dem Parkplatz Steinbruch. Und da ist man nämlich gleich in der Stadt drin. Und dann laufst du schön durch das Tor durch und kommst in die Stadt rein. Und dieses jetzige Tor war früher nämlich mal eine Friedhofskapelle. Und die hieß Friedhofskapelle zum heiligen Michael. Diese Friedhofskapelle ist 1415 entstanden, aber 1804, nach einem großen Stadtbrand, hat man da dieses Gebäude dann durchbrochen und als neues Tor, jetzt heißt es ja auch Zwiefaltertor, zum Stadttor quasi umgewandelt. Stichwort Tor. Natürlich, weil wir haben ja jetzt so einen Doppeleindruck. Du warst jetzt im Sommer in Riedlingen extra, um zu gucken. Ich war aber schon mal diesen Winter in Riedlingen, nicht zum ersten Mal, aber ich war da zur Fasnet. Und wenn du an der Fasnet nach Riedlingen reinkommst, dann ist es wie bei der Fußball-WM, wenn eine spanische Mannschaft da durchschießt, dann schreit der spanische Reporter: Go! Ich kürze mal kurz ab, 5 Minuten länger. Ja, und wenn du an der Fasnet nach Riedlingen reinkommst, ist es fast genauso. Bloß, dass sie da den schwäbischen Diminutiv von dem Goal schreit. Es geht dann Goole. Das klingt die ganze Zeit und das passt ja zu diesem Tor. Es heißt aber natürlich nicht Tor, weil der Goole ist halt die Hauptfigur von der Riedlinger Fasnet und das ist ein Riese. Der hat einen riesen Motz. Ja, ein mordsallmächtigen Schädel. Ich glaube, die Maske sind 70 Zentimeter hoch. Und das Wort leitet sich tatsächlich auch von Goliath, der Riese Goliath, ab. Gole. Das hätte ich gar nicht gewusst, die Figur, wie die aussieht. Echt? Ein Riesenschädel, so wie ich quasi in Hand. Also ja, du hast bloß einen Bräuterschädel, aber der Goliath hat auch noch so einen riesen langen Schädel. Ja. Da könnte ich also, aber ich könnte als eigene Untergruppe laufen, oder? Mit meinem Bräuterschädel. Ich kann dich mal den Riedlingern vorstellen. Dann kann das ich, du musst auch vor allem mal Goole schreien und dann wird man sehen. Aber Goole! Perfekt. Ich glaube, jetzt hat es voll der raute Balken ausgeschlagen. Ich hoffe, das Zwiefalter-Tor steht noch. Wieso heißt Riedlingen eigentlich Riedlingen? Zu der Wortherkunft Riedlingen. Ich hätte was im Internet gefunden zu der Beschreibung von dem Wappen. Das Wappen von Riedlingen, das ist ja so ein Schild. Und auf der linken Seite sieht man im Hintergrund so die österreichische Flagge rot, weiß, rot. Und dort davor sind zwei überkreuzte Paddel, Ruder. Und rechts sieht man auf gelbem Hintergrund ein stehender Löwe als Wappenbild der Habsburger. Diese überkreuzten Ruder, das soll anscheinend der Stadtname von früher gewesen sein, Rudelingen, wegen den Ruder. Und aus Rudelingen ist Riedlingen geworden.
Interessant. Und dann hast du noch Museen. Es gibt zwei Museen, das Museum Alte Stiege und ein Feuerwehrmuseum und noch eine städtische Galerie. Und welche davor hast du auch geguckt? Von uns zwei. Aber es war ja Sommer in Neuwelle und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt aufgekehrt hätte, wo ich da war. Wenn es nicht montags war. Und übrigens in solchen Museen ist manchmal relativ kühl. Also ist gar nicht so schlecht im Sommer in dem Museum. Das sind so alte Gebäude. Ich weiß es nicht, da war ich schon so Fachwerk. Und was gibt's noch? In Riedlingen gibt es auch interessante Märkte übers Jahr verteilt. Und zwar der Flohmarkt, der ist immer im Mai in Riedlingen. Und der ist wirklich über die Grenzen hinaus bekannt. Also über die Grenzen von Baden-Württemberg, wenn nicht sogar über Deutschland. Keine Ahnung, der ist echt riesengroß. Da verdappt sie die. Und dann geht es im August noch der Fohlenmarkt. Der ist anscheinend der größte Fohlenmarkt in Deutschland. Im Oktober geht es dann der Gallusmarkt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es denn da geht. Da sind wir früher immer nachgegangen, weil wir kleine Kinder waren. Das war mein erster Rummel, den ich als Kind erlebt habe. Da sind jetzt so Sachen daheim, wo ich damals gewonnen habe, in der Losbude. Und das war meine erste Erfahrung mit Magerbrot. Oh, der Gallusmarkt, da muss ich unbedingt mal wieder nach. Ja, und dann haben sie halt regelmäßig noch am Freitag Wochenmarkt. Da haben wir jetzt ja quasi die ganze Jahresuhr schon mit Märkten sortiert. Jetzt müssen wir bloß noch mal Fasnet irgendwo mit unterbringen, dann ist alles gut, weil da war ich ja zuletzt dort. Und da, was übrigens lustig war, ich kam mal mit meinem VW-Busle, da habe ich mich da irgendwo hingestellt und dann habe ich mich da zur Nächtigung, zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, habe ich mich dann da hinten reingelegt und wo ich morgens aufgewacht bin, dachte ich, wow, das ist ein Panorama. Da habe ich plötzlich eine Kuh gesehen, die mich anglotzt hat. Da habe ich gedacht, vielleicht ein Gin Tonic nächstes Mal weniger, aber das war echt eine Kuh. Okay. Und die ist da am Ufer gestanden und hat gerade irgendwie versucht, aus der Donau zu trinken. Da ist mir eingefallen, stimmt, Riedlingen liegt ja ganz hübsch an der Donau. Ja, Wasser ist eh so ein Thema für Riedlingen. Wenn ich durchgelaufen bin, habe ich vier Brunnen gesehen und habe mal geguckt, wie die Brunnen eigentlich heißen. Der auf dem Marktplatz, das ist der St. Georgsbrunnen. Noch gibt es noch, was jetzt für dich als Fasnitznarr ganz interessant ist, der Narrenbrunnen am Weibermarkt. Da gibt es noch der Schwedenbrunnen und der Augustinerbrunnen. Also Wasser ist schon so ein Thema in Riedlingen und drumherum. Ja, Riedlingen liegt ja auch mittel in der Natur und legt da auch großen Wert drauf. Da gibt es nämlich mehrere Naturschutzgebiete. Die haben auch ziemlich lustige Namen. Also eins davon finde ich voll witzig, Ofenwisch. Das ist direkt vor Riedlingen, so quasi fast wie so eine Insel, wo sich dann Donau teilt und dann auf der anderen Seite ein Kanal, das umschließt. Und auf der anderen Seite vom Kanal sind die Mismalschen Anlagen. Das sind die größten zusammenhängenden der letzten Donauauwälder in Baden-Württemberg. So wie sie vor 1000 Jahren mal das ganze Donau da bedeckt haben. Und das war früher mal in Familienbesitz der Familie Mismal. Deshalb heißt es ja Mismalsche Anlage. Und jetzt gehört es zu Riedlingen als Naherholungsgebiet. Aber du hast auch noch interessante gefunden, hast du mir gesagt. Ja, es gibt auch noch Ehebach. Ich weiß nicht. Ehebach, okay. Blinder See. Wenn die schon so hübsche und geschmeidige Namen haben, dann habe ich einen, wo ich sage, da müsstet ihr euch vielleicht auch noch was dafür einfallen lassen, weil das heißt Altwässer und verlandete Flussschlingen der Donau. Das kannst du hier nicht aussprechen. Ja, jetzt haben sie so was Schönes wie Ehebach und Blindensee. Also, das ist ja sehr kreativ. Da müssen sie sich noch was überlegen. Die Riedlinger haben irgendwann mal einen Bahnanschluss gekriegt. Das war schon 1870. Da wurde Riedlingen an das Streckennetz der Württembergischen Eisenbahn angeschlossen. Stell dir mal vor, dieses Bäuerle wäre damals mit seiner Geus nicht in den Zug nach Meckenbeuren gestiegen, sondern in das, was heute Donautalbahn heißt. Dann hätten wir vielleicht unser Lied gesungen. Sturgert, Ulm und Ehingen, Sigmaringen, Riedlingen. Hat das jetzt nicht da schon, oder? Oh, das können wir vielleicht mal umschreiben nochmal. Drulla, drulla, drullala, drulla, drulla, lulla. Ein Trommelfell ist kein Schlagzeug, aber egal. Hau rein. Was ist eigentlich dein Lieblingskuchen? Äpfelkuchen, ein guter, schöner, saftiger Äpfelkuchen. Aber die Lieblingstorte der Deutschen, also jetzt Torte natürlich, kein Kuchen, dieses weltbekannte Dings, das ist ja die Schwarzwälder Kirschtorte. Jetzt, was hat die Schwarzwälder Kirschtorte um alles in der Welt mit Riedlingen zum Dom? Das frage ich mich auch. Ein Riedlinger Konditor, der heißt Josef Keller, liebevoll genannt der süße Josef, der war einst ausgewandert ins etwas entfernte Bad Godesberg, das ist da bei Bonn.
Da gibt es ein berühmtes Kaffeehaus, da hat er geschafft. Und damals war, das war so um die 1915 rum, war so ein Nachtisch ganz prominent aus Sahne und Kirschen. Und da hat er einfach die Idee gehabt, diesen Nachtisch, den serviere ich jetzt auf einem Mürbteig getränkt in Kirschwasser. Und da hat er ein paar Schokostreusel drüber gemacht und fertig war ein Produkt, das er dann Schwarzwälder Kirschtorte genannt hat. Der Riedlinger in Bad Godesberg hat die Schwarzwälder Kirschtorte erfunden. Und du glaubst, dass die Badener das gelten lassen, Schwarzwälder? Ach du, ein Teil vom Schwarzwald ist schwäbisch, also warum nicht? Die werden das auch fechten, aber man kann es ja nicht beweisen. Also ich glaube deine Version, die will ich auch glauben. Das ist zumindest eine nette Anekdote aus Riedlingen. Mhm. Du weißt ja, Anekdoten, das sind diese Patentanten, die immer an der Tischplatte hängen bleiben. Ich gerade denke, der Dotte, gell? Gell? Anekdote. Also quasi eine dappige Dotte. Sozusagen. Es gibt ja auch noch diesen Schnellkochtopf. Ja, das weiß ich, Selit. Genau, das ist jetzt, wo es so heiß ist, ja auch so, dass bei mir auch immer schier oben das zweite Ringli rauskommt und ich pfeife. Absolut, ich bin bei dir. Und die Firma Silit ist auch in Riedlingen. Ja, das haben jetzt sogar gewusst, dass ich meine Leute immer in der Fabrik verkaufen und haben einen Haufen Zeug eingekauft. Da ist die Halbkuche voll mit Silit-Zeug. Da freut sich der alte Eisemann. Und weißt du, was auch beinahe heute in Riedlingen vielleicht noch wäre? Neu? Audi. Hä? Glaubst du nicht, gell? Neu. Christian Schmidt hieß der eine und Heinrich Stoll der andere, die haben in Riedlingen die mechanische Werkstätte zur Herstellung von Strickmaschinen gegründet. 1880 war dann aber Riedlingen ein bisschen zu klein, also hätte damals Riedlingen genügend Platz und vielleicht auch ein bisschen mehr Energie gehabt, dann wäre die Firma nicht nach Neckarsulm gezogen. Da haben sie sich nämlich später dann in NSU Motorenwerke nach der Stadt Neckarsulm, deswegen NSU, umbenannt. Und wie gesagt, wenn das nicht passiert wäre, weil Riedlingen ein bisschen mehr Platz für die Kette hätte, vielleicht wäre dann NSU und später dann halt Audi dann jetzt in Riedlingen. Ja, es gibt aber noch weitere Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten aus Riedlingen, habe ich euch vorher schon sagen wollen. Das interessiert die Biertrinker unter uns, der Frederick Miller. Der wurde 1824 in Riedlingen geboren und in Amerika diese Miller Brewery, die kennt man dort, das ist ganz bekannt. Und der hat dann in Sigmaringen lang braut oder zeitlang braut an der Schlossbrauerei und da gibt es einen ganz tollen Film und darum werden wir zwei aber auch mal darauf hinweisen, nochmal, wenn wir mal was über Sigmaringen machen. Der heißt With This Ring, wo die nach 100 Jahren Miller Brewery nach Sigmaringen gekommen sind, haben so Hollywood-dramatisch in der 50er einen wunderschönen Film dreht. Aber das ist dann mal so weit, wenn wir Thema Sigmaringen machen. Und dann gibt es noch eine zweite Person, die ich sehr wichtig finde, die aus Riedlingen stammt. Und das ist der Michael Panzer, alias Wommi Wonder, alias Elfriede Schäufele. Und mit Michael Panzer haben wir zwei ausgemacht, dass wir mal mit ihm eine Extra-Folge podcastet. Und da werden wir auch noch die ein oder andere Frage über Riedlinger stellen, weil als Einheimischer weiß er bestimmt viele Anekdoten zum Erzählen. Jetzt haben wir aber eins noch nicht erwähnt und das ist ja quasi so einer der wichtigsten, der erhebendsten Momente oder erhobensten, also auf jeden Fall also eine Erhebung in Riedlingen, der heilige Berg Oberschwabens. Der Bussen, also nicht der Busen, okay. Sondern der Busse, der ja der heilige Berg Oberschwaben. Deshalb, sonst hätte ich nämlich gesagt, Riedlingen liegt nämlich am Bussen der Natur. Du, das hätte ich als Kind echt immer falsch verstanden, ohne dass irgendwelche Schmuddelgedanken gehabt haben. Warst du da schon mal drüber? Nee, nicht. Also ich habe mir jetzt noch die wie auf dem Bus. Der noch Bus ist nie. 767 Meter hoch, also fast so hoch wie Winterlänge. Und ist die höchste Erhebung im Landstrich. Das siehst du aber auch schon von weitem. Wenn du in der Gegend unterwegs bist, du siehst du von weitem. Und da ist ein genialer Blick von den Dober. Da ist schon so ein alter Turm übrig vor einer Burgruine. Da siehst du wunderschön im klaren Wetter. Ein Alpenpanorama, das ist der Hammer. Und dann ist schon eine Wallfahrtskirche drauf. Und jetzt ganz wichtig, sagt dir das Wortle Bussekindle was? Das sagt mir tatsächlich was, aber ich weiß nicht so recht, wo es herkommt. Da ganget. Aber gehört habe ich schon. Da geht Pärchen hoch, die einen Kinderwunsch haben und bettet dann darum, dass sie bald älter werden. Und da gehen sie auf der Busse auf
Weil der Berg hat da, glaube ich, auch vorchristlich schon Bedeutung mit der Kälte als Fruchtbarkeitsberg. Die Störche, gell? Die Störche bringen ja auch Kindle. Also Riedlinge mit Klapperstorch, wer weiß, ob da eine Connections besteht, gell? Gott sei Dank hast du das jetzt noch gesagt. Weil du stellst dir nicht vor, was ich jetzt gerade in meinem Kopf mir vorgestellt habe, was auf den Bussen in dem Moment, wo die daran arbeiten, Eltern zu werden, was da wohl los sein muss. Ich glaube nicht, dass sie es auf dem Bussen machen, die bettet ja bloß. Also, lieber Florian. Schnell anderes Thema. Anderes Thema, aber wenn wir es gerade vom Wackler haben, dann hätte ich nämlich das Wackelwäldle noch wenig. Weil, gut, der Bus, muss ich noch schön sagen, der Bus ist vielleicht so gerade mal 10 Minuten weg von Riedlingen. Und was auch noch in der nächsten Nähe liegt, das ist Bad Buchau mit dem Pfädersee. Das ist knapp so 20 Kilometer. Und beim Pfädersee gibt es ja auch den Wackelwald. Kennst du den? Nein. Quatsch, du warst schon nie im Wackelwald. Natürlich nicht. Das ist geil. Pfädersee hätte man noch was gesagt, aber Wackelwald? Nein, das ist geil. Das ist ein Wald, weil das ist ja alles so moorig und dann sind die ganzen Bäume ja auf diesem Moorgebiet gewachsen und das ist schon richtig schwammig wie ein Pudding. Und wenn du da in die Luft springst, vor allem ich mit meinem Gewicht, da wackelt die ganze Bäume. Da bringst du den ganzen Wald zum Wackeln. Das ist schon was Geiles. Da musst du unbedingt mal nach. Kostet nichts. Also gut, wir haben schon außer Michael Panzer im Interview eine Folge Bad Buchau mit Federsee und Wackelwäldle als nächste Folgen vor. Da haben sie sogar mal ein kleines Video drin gemacht, wo ich in den Wald rumspringe. Aber da bin mir alles rauf und runter gegangen. Das haben sie so eng schneiden müssen, dass man bloß das Gesicht gesehen hat. Sonst wäre es peinlich sein. Ja, das ist eine schöne Gegend, muss man sagen, Oberschwabe da. Und du, lieber Florian, ich war ja wunderschöne Riedlinge letzte Woche. Wo warst du? Warst du auch unterwegs? Ich habe auch einen kleinen Ausflug gemacht. Also ich war eigentlich mehr zufällig, weil sowieso dort in Winnenden. Und ich muss dazu sagen, ich kannte Winnenden, kannte ich jetzt eigentlich fast nur so vom Durchfahren, weil da ist früher mal die B14, glaube ich, war es, durchgeschossen. Die haben es jetzt außer rum gemacht, Gott sei Dank, weil das war jetzt nicht so schön. Das hat das schöne Winnenden so in zwei Teile geteilt. So den Stadtkern kannte ich gar nicht so richtig. Und da habe ich beschlossen, wenn ich jetzt schon mal hier bin, da gehe ich jetzt extra mal für uns in den Stadtkern. Und siehe da, die haben ein sehr, sehr nettes, kleines zwar, aber ein Innenstädtle, bestehend aus schönen alten Fachwerkhäusern, aus einem Teil der alten Stadtmauer, die da noch zu sehen ist und aus einem recht hübschen, wenn wir es vorher auch schon vom Torturm hatten, da gibt es auch einen, Schweigheimer Torturm heißt der, also das ist quasi eine Tortur mit M, Torturm. Und was ich auch noch gefunden habe, da war ich sogar schon mal, ein Erlebnisbad, das ist das Wunnebad, liegt im schönen Zipfelbachtal und es hat ursprünglich, ja, du lachst, aber das hätte fast wirklich mal Badezentrum Zipfelbach geheißen, bis sie kurz bevor sie es eingeweiht haben, dachte haben, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein richtig guter Name ist. Und dann haben sie es dann doch noch schnell in Wunnebad umbenannt. Du hast erwähnt, dass es in Riedlingen ein Feuerwehrmuseum gäbe. Das gibt es ja hier auch. Also da kann man dann sozusagen auch die Feuerwehren in beide Richtungen mal schicken. Einmal hier so nördlich von Stuttgart und einmal bei dir, was hast du gesagt, östlich von Winderlingen. Da gibt es jeweils Feuerwehrmuseen. Und es gibt eine Firma in Winnenden, nach der ist sogar ein Verb entstanden, das es bis in den Duden geschafft hat. Weißt du welches? Wahrscheinlich Flex, wenn das ja ein Winkelschleifer und die Firma heißt Flex und dann sagt man halt umgangssprachlich, ich flex jetzt oder so. Ja, das stimmt. Also da habe ich jetzt nicht geguckt, ob das im Duden steht, aber das ist tatsächlich auch ein Wort, das auch von, also Flex ist ja eine Firma Ackermann und Schmidt aus Bad Cannstatt damals entstanden, ist jetzt umgezogen, nicht weit von Winnenden, aber in Steinheim an der Mur. Aber ich meine eigentlich Kerchern. Hä? Die Firma Kercher, von Alfred Kercher gegründet, übrigens auch in Bad Cannstatt, ist dann aber 1939 nach Winnenden umgesiedelt und dort jetzt hat es den Hauptsitz bis heute. Hauptgeschäftszweig sind Hochdruckreiniger und mein Nachbar hat zum Beispiel die Woche vor ihrem Haus gekerchert, ja, kerchert wie narret hat die, der ganze Dreck hat sie zu uns rüber gespritzt, sodass jetzt der ganze Seuch an unsere Blume, an unserem Auto gehängt ist. Also das Auto haben wir gewaschen, Blume müssen wir wahrscheinlich neue kaufen und meine Frau war unheimlich glücklich darüber, aber sie hat gekerchert und kerchern steht so im Duden. Und bist du sicher, hast du das gegoogelt? Also ist das wirklich so, oder? Das habe ich gegoogelt und ich meine, googeln wäre jetzt auch so ein Wort wie Kerchern, oder? Das kommt jetzt allerdings, glaube ich, nicht aus dem Schwäbischen. Nee, bei uns ist ja noch Gogglerhäuser oder so, Goggler.
Jetzt müssen wir mal so langsam auch noch einen Termin ausmachen für unseren nächsten Podcast. Da können wir ja dann dudeln. Was ist ja das wieder? Du weißt, ja, weißt du, der Doodle, diese Plattform, wo man Termine ausmachen kann. Oh, so was Neues, sowas ja nicht. Also was probiert da? Dude, wie schreibt man das? Doodle. Dodle? Dodeln. Dodeln. So wie. Dodeln. Da gibt es auch eine nicht kommerzielle Plattform, die heißt Nudeln. Ja, jetzt verarsch mir aber, oder? Dodeln, Nudeln. Nein. Und wie schreibt sich das denn auch? Nudeln. Nudeln, wie schwäbische Nudler. Nudeln mal ein bisschen, na Gott, besser nein. Das ist ein. Nein. Das sind die Nudler, das sind ja letzte Mal Gläser. Nudler wird ich bloß durch das, wie der mir es beschreiben, als Rüttler oder der Rumrüttler, oder? Wie der schon beschreiben, weil Nudler. Also ich kenne es halt tatsächlich, wenn man so ein bisschen dran wackelt, sodass ja. Das halt so, man nuddelt halt. Das ist wahrscheinlich so ein Wort, das man nicht so eins zu eins übersetzen kann, oder? Ja. Hast du schon mal den Satz gehört? Nuddle mal ein bisschen, damit es schneller hineinrutscht oder sowas. Nein, aber ich hätte schon gehört, wirklich, das ist jetzt wahr, dass in manchen Gegenden das Nuddle auch stellvertretend als Synonym für Geschlechtsverkehr benutzt wird. Also... Schätze, lass uns mal Nudler. Ich stelle mir das gerade vor. Hast du hoffentlich nicht zu mir gesagt. Nein, no, aber stell dir das mal vor. Komm, Schätze, ja. Lass uns ein wenig Nudler. Ja, ein bisschen nuddelt man da aber auch, je nachdem. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein schwäbisches Kamasutra. Heute einmal die Nuddelstelle. Weißt du, jetzt war, es gäbe die Begriffe gerade, wo wir da vorher benutzt haben, die Puzzleteile, ganzes Bild. Du vorher mit deinem Kochen, der Schwab, typisch da wieder Kehrwoche, rumkochen, nichts ist wichtiger. Aber der Schwab, mein Nudler und weniger Kalkern, da bricht er auch auf der Bussen aufgegangen. Halleck mir am Arsch.